Liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Conan Exiles und wir machen genau da weiter, wo wir gestern stehen geblieben sind. Nämlich hier, an der schwarzen Galeone. Und gucken mal, ob wir hier noch gleich den einen oder anderen rankriegen. Und ich glaube, mit der Taktik hier, die ich jetzt anwende, ist es gar nicht so schlecht. Ich glaube, damit laufen wir echt gut. So, ich bin schon sehr gespannt auf eure Kommentare. Oh. Auf eure Kommentare, die ihr da lasst. Das nennt Material, nehme ich natürlich alles mit. Das nehmen wir mit. Da oben stehen sie jetzt auch wieder, da möchte ich ja dann auch wieder hin. Dem haben wir mal schön den Kopf weggeschossen. Knochenschildhaltbarkeit ist halt auch ziemlich unten, bringt mir jetzt auch nicht viel. Den habe ich übersehen. Wo? Da. Ausdauer. Arthur, lass den machen wir platt. Brauchst du nicht draufkloppen wie ein Irrer. Alter, hier Leichen pflastern seinen Weg. Es ist echt übel. So. Gehen wir jetzt nochmal da hoch? Ja, wir gehen jetzt da hoch. Ich will da jetzt nochmal hoch. Jetzt blendet die Sonne so, dass ich hier oben die Typen nicht sehe. Mal weg. Oh. Zama. Yell dance for me now. Swing for me. Batu, der. Ja, hab ich dir wieder den Arsch gerettet, Bartur? Freund des... Latsch mal davor. Sag mal. Für Getreue nicht zugänglich. Du versperrst mir den Weg. Ich meine, er ist schon eine Maschine, ne? Riesig, dein Bartur. Komm her, mein Bartur. Danke. Nehmen wir mit. Der einstecken. Ich mag es zu looten. Guck mal, was wir hier Münzen kriegen auch. Krass. Glas brauchen wir nicht, haben genug. Ich habe jetzt so das dumpfe Gefühl. Ja, wisst ihr, was wir machen? Wir lassen den Batu. Ja, wenn wir ihn hier stehen lassen, ne? Batu? Leibeigene sind hier nicht zulässig. Mein Batu triggert jetzt hier wieder alles. Kann ich den hier nirgends hinstellen? Sich ihn hier hinstellen. Und muss sagen, ein Batu? Nicht mehr folgen. You picked the wrong camp, mate. Ach da. Alright. Was ist denn hier für ein Gekacker, Alter? Batu, hast du es im Griff? Alles cool? Ach, der unterhält sich. Ja, ja, mach du mal. Ist alles cool. Da oben waren wir ja schon. Was mit ihr denn?
Wir gehen mal da lang. Watch your flanks! Me and me legs are thick as thieves! Tell the others! Go hang themselves! Okay. Also diese Kriegsbemalung nehme ich auf jeden Fall mit, weil die cool ist. Die kriegen alle unsere NPCs verpasst. I will rip you apart! Hä? Hä? Batu, siehst du was? Nö, ne? Ich auch nicht. Dann ist okay. Was machen die denn da? Das Blöde ist halt, dass man auf die Distanz nicht sehen kann, ob das named sind oder nicht. Was macht er denn da? Ach, er ist das, der die ganze Zeit da so Bambule macht. Ich glaube jetzt nicht, dass die... Oh. Oh, oh, oh. Batu? Mach ihn mal. Hier, 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 da haben wir einen named. Bastard! Aber lass ihn nicht darunter nicht darunter prügeln. Komm, Batu, feste drauf hier auf die Bäume. Fest da drauf. Nein. Whimper in terror, fool. Da liegt er. Da liegt er im Schweiße seines. Hauptmann. Geil. Komm, Batu. Achso, wir müssen ihn ja mitnehmen. Folgen. Komm, wir haben wieder einen Named. Sehr geil. Und hier ist noch der Leichenberg. Ja, cool, Leute, das war doch sehr erfolgreich jetzt. Jetzt haben wir tatsächlich einen Named Bogenschütze und wir haben einen Named Hauptmann. Nice, da bin ich echt mal gespannt. Da muss ich jetzt aber bloß mal aufgucken, dass ich das ein bisschen angepasst kriege. Bezüglich der Stärke, ne? Nicht bezüglich der Stärke, sondern was ich erzähle. Das ist manchmal, wenn der Mund langsamer ist wie der Kopf. Ja, im Kopf geht's ja schon, bist du schon wieder zwei Schritte weiter und willst aber was ganz anderes erzählen. Bezüglich der Länge, wie lange das jetzt hier braucht, bis der getamed ist. Sehr, sehr cool. Hauptmann. Wo ist denn jetzt wieder? Meine Fresse. Man hat hier nirgends Ruhe. Und wenn du sie treffen würdest, ein Bart, Johnny. Dann wäre das richtig gut. Okay, cool. Müssen wir hier aber erstmal ein bisschen. Komm, nimm noch einen Wurf. Dann trinkst du mal was. Noch einen Schluck. Sehr cool. So, dann müssen wir jetzt hier warten, ne? Aber, oh, ich muss hier noch Schleimsuppe hinbringen. Das bringt ja sonst gar nichts. Schleimsuppe bringen wir her, ja. Das muss ich machen, aber vorher würde ich gerne noch mal gucken, ob hier jetzt hier vielleicht noch mal ein Dings gespawnt ist. Put your weapons up. Ah.
Okay, hier nicht. Aber du kannst die halt hier looten ohne Ende, ne? Das ist halt richtig gut. So, was mit ihm hier? Oder mit ihr? Ist kein... Can't believe it. Killed by a bleeding lanceman. Ja, es ist ein Graus. Komm, die Suppe nehmen wir auch mit zum Schnabulieren. Jetzt gucken wir nochmal, was in der Kiste drin ist. Dann würde ich sagen, gehen wir zurück zum Lager. Da haben wir ja ein bisschen was zu tun jetzt. Aber hier müssen wir nochmal her, ne? My claws are sharp enough. Are yours? Sehr cool. Oh, das hat jetzt, also mir persönlich jetzt Laune gemacht. Ich hoffe, ihr auch, euch auch. Sag mal hier. Eine Samensuppe. Aber immer her damit. Okay, Leute, also hier müssen wir auf jeden Fall nochmal her. Beziehungsweise hier werde ich halt auch öfter herkommen. Ne? Mal offscreen, wenn ich Zeug brauche oder sowas, dann einfach mal hier rüber. Die Frage ist jetzt halt, wie lange wird es dauern? Und da muss ich jetzt nochmal ein bisschen dran rumspielen. Dass es jetzt hier nicht so ewig dauert, sondern wir unsere zwei Named-Leute kriegen. So. Was nehmen wir mit? Wir nehmen auf jeden Fall das Geld mit. Hier würde ich jetzt dann gerne mal mit unseren NPCs ausprobieren. Ich würde die Klamotten gerne mitnehmen, weil da möchte ich unsere NPCs jetzt ausrüsten. Das nehmen wir mit. Die Haut nehmen wir mit. Der Rest. Das mal noch mit. Und das nimmst du mit. Katzenfell. Okay, da war der Pro... Moment. Jetzt war immer noch überlastet. Oberteile mangelt es uns ein bisschen, ne? Von diesen... Batu? Ne, Oberteile haben wir ja. Die hat in Batu. Das gibst du mir mal rüber. Du nimmst jetzt das hier wieder. Das gibst du mal rüber. Das kann man nämlich wegschmeißen. Das braucht kein Mensch mehr. Das hast du nur so... So. Perfekt. Kommt, Leute, lasst uns heimgehen. Sehr, sehr cool. Also diese Galeone müssen wir auf jeden Fall mal noch komplett erkunden. Aber ich bin da halt immer so einer, ich will dann am liebsten alles mitnehmen. Ne? Ich weiß auch nicht. Ich bin da so der Spieler. Einfach da mal so durchrushen, mir alles angucken. Ich kann das kaum, weil ich dann immer Angst habe. Na, mir geht was verloren. Wisst ihr, was ich meine? Da brauchst du dich gar nicht hinlegen. Aktuell habe ich ein bisschen Probleme mit meiner Ausdauer. Oh Gott. Alles klar. Ja gut, das Bogenschießen ist halt ziemlich Ausdauer. Komischerweise, hier hinten war ich noch nie zum... Gibt es da noch einen anderen Durchgang? Das wäre vielleicht... Oh, wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt hier. Gibt es da so keinen Durchgang, dass wir hier so schneller rüberkommen? Da hinten ist doch noch ein Durchgang, oder? Hm. Batu, würdest du mal bitte... Whipper in terror, fool. Keine Pfeile. Habe ich alle Pfeile verballert? Ist es denn die Möglichkeit? So, mal gucken. Hier ist auch noch ein Durchgang. Wo kommen wir denn da raus? Ja, da ist er, die Galeone. Noch nie
noch nie entdeckt. So, wo komme ich hier raus? Ah, da komme ich auch oberhalb raus. Naja, ist egal. Aber der Weg ist ja nicht weit, ne? Das ist ja gerade hier ums Eck im Prinzip. Aber so sparen wir uns halt den Weg durch die... Na? Durch das Elefantengebiet und so weiter. Ich glaube, wisst ihr, was ich da mal mache? Dann nehme ich mal ein Tierchen mit. Und mit dem Tierchen kann ich das dann alles schön rüberholen. So mache ich das. Hole ich euch vielleicht auch mal mit dazu. Aber jetzt würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir... Mein Eisen ist auch schon wieder nachgespawnt. Haben wir noch... Na, wir haben nicht mehr wirklich viel Platz. Dann lasse ich das. Da hole ich das wieder. Offscreen. Das ist ja immer so mein Farmweg hier. Da unten angefangen, dann hier rüber. Das ganze Eisen mitnehmen. So, und hier will ja der ein oder andere Schrein auch noch hin. Ja, das Eisen ist auch wieder da. Sehr cool. Hallo, wir sind zu Hause. Home, sweet home. Kommt ein Batu? Hast wieder ein paar Abenteuer erlebt. Kannst wieder den Mädels erzählen da. So, gib mir den ganzen Kram mal rüber. Und du? Warum macht er das jetzt automatisch, dass er hier anfängt zu reden? Ja! Richtig gut. Jetzt erzählt er von sein. Ja, warte mal, die müssen wir hier aber... Ja, pass auf. Sie hört ihm jetzt auch aufmerksam zu. Verhalten. Emote. Emote löschen. Okay. Sie hört ihm jetzt einfach zu. Sie hat was dagegen. Sie glaubt ihm nicht alles und sie so... Oh, geil. Entschuldigung. Manchmal geht es ein bisschen mit mir durch. So... ja. Wir sind wieder zu Hause jetzt, nämlich hier die Kisten, die ich hier mal hingestellt habe. Das ist unsere, so alles reinschmeißen, wenn wir zu Hause ankommen, Kiste. So, die behalte ich mal, weil dann möchte ich jetzt gleich das mit den NPCs mal machen. Ja gut, ein bisschen was loswerden müssen wir ja trotzdem. Immer noch komplett überladen halt einfach. Okay, da ist nicht mehr genug Platz drin. Dann machen wir hier weiter. Jetzt schmeiß den ganzen Kram einfach mal hier rüber. Zack, 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 zack. Hervorragend. So, Freunde. Jetzt schauen wir mal. Passt mal auf. Er hier. Wo hatten wir den denn eigentlich ran? Hatte ich den? Guck mal, der hat nämlich auch so ein cooles Schild. Wo hatte ich den denn her? Ich glaube, den hatte ich in Sepamero ins Rad gepackt. Naja, wie dem auch sei. Wie dem auch sei. Pass mal auf, mein Freund. Du kriegst jetzt... steh mal auf. Inventar. Die ganzen Sachen gibst du mir mal rüber. So, Verhalten. Emote löschen. Genau, steh mal auf. Du kriegst jetzt nämlich hier, pass auf, du wirst jetzt mal richtig hübsch gemacht. Mein Freund der Sonne. Und zwar brauchen wir eine Hose. Wir brauchen Stiefel. Wir brauchen ein Oberteil. Oh, Helm gibt's halt leider nicht. Aber die machen wir auch eine schöne Kriegsbemalung. So, pass auf. Das kannst du mir alles geben hier. Dafür kriegst du jetzt das, das und das. Guck mal, siehst doch schnieke aus, mein Freund. Und jetzt hat er auch die Kriegsbemalung. Yeah! So, du bist ein Kämpfer, Stufe 1. Aber guck mal, der hat 1500 Leben. Ich den denn her, sag mal. Der war ein Sepamero, habe ich mir den, glaube ich, rangeholt. Sag mal, sieht der Helm da was dazu aus? Weil ich habe ja in Barton eine neue Rüstung gemacht.
bräuchten halt einen coolen Helm für ihn noch. Was haben wir denn hier noch in unserer... Sieht die Maske was dazu aus? Weiß ich nicht. Rüstungswert 8, den sollten wir eigentlich aufsetzen hier. Wir gucken mal, ob wir ihn noch einen bauen können. Da lassen wir heute die Folge so ein bisschen gemütlich. Wir hatten jetzt auch ordentlich Action. Da lassen wir ein bisschen gemütlich ausblenden. Warte mal, hier kann ich den Kram mal hier rüberlegen. Das brauchen wir alles nicht mehr. Und er kriegt jetzt einen richtig coolen. Was würde denn dazu gut passen? Schamanenhelm, ja eher weniger. Das hier wird halt gut aussehen. Guck mal, den können wir sogar herstellen. Pass auf, ich mache ihm jetzt mal so einen Helm. Oder? Warte mal. Das hier. Was brauche ich denn da? Leichte Polsterung und Seide. Ja gut, das können wir hier herstellen, aber vielleicht sieht das geil aus. Ja, da war aber das Lila dabei, ne? Müsste man dann umfärben, dass das ordentlich aussieht, glaube ich. Ich gebe ihm mal den Helm. Mal gucken, wie das ausschaut. Nee, das sieht gut aus. Das ist sogar der passende Helm dazu eigentlich, oder? Die sind doch da so rumgerannt. Ja, so siehst du doch schnieke aus, mein Freund. So, und du gibst, glaube ich, eine Torwache. Und eine Torwache braucht eine entsprechende Waffe. Gucken wir mal. Hier. Das ist ja so eine Kriegsspeer. Das war ja so eine... Ich glaube, ihr habt da gesagt, das repariert sich nämlich, diese legendären Waffen, wenn man die bei NPCs reinpackt. So, und jetzt siehst du doch schnieke aus, mein Freund. Pass mal auf, komm mal mit. Bewegen und bewachen. Wo könnten wir dich parken? Hier. Hier ist dein neuer Arbeitsplatz, mein Freund. Dich nennen wir jetzt auch um. Und zwar... Den müssten wir fast mal mitnehmen, ne? Der hat ja richtig gute Werte. Inventar öffnen. Wo kann ich denn... Da oben kann ich dich... Du bist... Dass wir euch mal ein bisschen auseinanderhalten können. Tor. Wache. 1. Sehr cool. Torwache 1. Du kriegst keinen anderen Namen. Ihr werdet jetzt nach euren Positionen benannt. Torwache 1. Sehr cool. So, und dann brauchen wir noch eine Torwache 2. Ist ja wohl klar. Was hast denn du? Wer bist denn du drauf? Du bist ja eigentlich Träger, aber das ist ja wurscht, ne? Ja doch, du hast halt mehr, ein paar mehr Plätze, aber... Da hinten brauchen wir auch noch einen. Das sind die Dings, das interessiert nicht. Haben wir noch irgendwo einen rumstehen? Ja, die da vorne. Die müssten halt auch noch ordentlich angezogen werden. Und da oben kommen dann die Bogenschützen hin. Ja, da müssen wir warten, bis halt unsere Dings durchgelaufen sind. Wartet mal, ich habe, glaube ich, oben noch einen rausgeholt aus... Liegt hier nicht noch einer drin? Ihr seht's hier, ne? Das sind der Loot, den ich hatte, wo ich nochmal in diesem Dungeon war. Wo ich erzählt habe gestern... Ach, dieser Priester. Da habt ihr ja gesagt, der bringt nicht viel, ne? Ich würde ihn trotzdem gerne aufstellen. Wie gesagt, ich habe es ja schon mal erwähnt, in erster Linie geht es ja nicht so ums brutal Effektive bei mir, sondern vielmehr, dass das halt auch ein bisschen schön gemacht ist, dass es halt einfach, ja, ihr wisst, was ich meine, ne, ein bisschen ästhetisch aussieht, so wie das hier in einem Schrein halt auch ein Priester steht. Ob der jetzt dazu passt oder nicht, ist erstmal wurscht. Dieser Leibeigene kann nicht platziert werden. Jetzt weiß ich, was ihr meint. Ymir Priester. Jetzt weiß ich, was ihr meintet mit, das bringt nichts.
Verstehe. Weil die kann man in Schreine reinpacken. Alles klar, Leute. Ich hab's verstanden. Ich habe es kopiert. Deswegen meintet ihr das. Gut, dann müssen wir mal gucken. Wir können ihn ja dann trotzdem da reinpacken. Ich glaube, muss man auch so ein bisschen auf die Werte halt immer gucken, ne? Wie gesagt, ihr seid da, der ein oder andere von euch, der ist da, hat eine andere Spielweise logischerweise und spielt dann einfach effektiver. Was hier aber nicht schlimm ist. So, dieses Schild hätte ich gerne, dass das Johnny das kriegt. Guck mal. Das sieht ja ganz nice aus. Okay. Dann würde ich sagen, ich sortiere jetzt hier mal. Wobei er hier, gut, ihm haben wir diese Rüstung angezogen, die passt ja auch. Ja, da müssen wir warten, bis die passen. Ne, ich sehe hier, guck mal. Das war die Einser-Kämpferin, die steht ja hier auch einfach nur so zum... Ihr holt euch aber ganz schön an Essen ran, ne? Sehe ich gerade. Dann lass das mal an, aber das gibst du mir mal rüber, das gibst du mir mal rüber, das und die Stiefel. Weil dann kriegst du nämlich auch so ein schwarzes Handding an. Die gefällt mir echt gut, die Rüstung. Kriegst das, kriegst das und du kriegst ein paar Stiefel. Und Kopfding haben wir ja. Also manchmal... genug Platz im Inventar. Ah. Ja, das sieht doch schnieke aus. Behalten. Emote. Ah ne, du hörst dazu, haben wir gesagt, ne? Genau, du hörst hier in Batu zu. So, und er hier, der hat diese Rüstung an. Sehr schnieke. Die Tänzerin bleibt so. Die brauchen keine Rüstung hier. Oh, ist bei euch schon wieder leer? Tatsache. Oh, der hat schon wieder 502 Eisen gemacht, das ist... Das können wir mal hier rüberlegen, dass wir da wieder unsere Eisenverstärkung oder... Ach nee, wir müssen erst Stahl machen. Ich brauche Stahl. Das war das. Guck mal hier. Mach mal Stahl bitte. Und dann muss ich dem anderen wieder Eisen holen. So, hier habe ich übrigens noch super durchlaufen lassen. Oh ja, da ist genug dabei. Da kann ich da gleich noch hinterbringen. Das mache ich aber dann offscreen. Und ich denke, bis zur nächsten Folge klappere ich mal... weil in der jetzigen Aufnahmesession habe ich ein bisschen Zeit, da klapper ich mal die ganzen Räder ab, die wir noch aufstehen haben. Und guck mal, wie weit die sind. Und wie gesagt, bau dann ab, aber das zeige ich euch dann alles, ne? Das machen wir dann alles zusammen. Okay, dann werde ich hier noch ein bisschen sortieren. Hervorragend, Leute. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns zur morgigen Folge wieder. Und hier lege ich den ganzen Kram rein. Wie gesagt, ich gehe mal ein bisschen auf... Ne, auf die Jagd nicht, aber auf Loot-Tour. Guck mal, was die Räder machen. Guck mal, ob unsere NPCs schon durch sind. Und dann werden wir, der morgigen Folge, denke ich, werden wir auf jeden Fall so hier ein bisschen an der Base verbringen. Da werden wir mal schauen, dass wir hier noch unsere NPCs ausrüsten und dass wir im Turm auch noch ein bisschen weiter bauen. Ne? Das ist ja, steht ja auch alles noch offen. So, hier können wir mal was essen. Dann geht's Johnny auch gleich wieder besser. Und noch einen Schluck trinken. Sehr schön. Okay, liebe Leute, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Und ich meine, heute wäre die Freitagsfolge gewesen. Also wünsche ich euch ein traumhaftes Wochenende. Erholt euch gut. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns auch morgen am Samstag auf eine neue Folge Conan Exiles. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.